Hallo, wir sind von Österreichs nächstes Topmodel. Wir schauen uns heute das Event vom Herbert Umlauft an. Und wer die Events vom Herbert kennt, wer die Style Scalas kennt, der weiß, dass uns heute viel Spaß und tolle, tolle Mode erwarten wird. Persönlicher Favorit des heutigen Abends. Tja, ich liebe lange Abendkleider, ich liebe fließende Stoffe und demnach wird jener Designer für mich gewinnen, der diese Kleider herstellt. Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen zur dritten großen Society Gala des Styles Magazins anlässlich der Gastmesse hier in Wien. Herbert, ein Fashion Award zum ersten Mal. Warum? Ja, das ist notwendig. Aus einem ganz einfachen Grund, weil die Mode in Österreich einfach gefördert wird. Ich sage immer, ich müsste nicht so viel Meilert werden, aber wir können das wieder werden, was in den 60er Jahren mit Anmüller war. Und wenn wir da alle zusammen sind, ist es dann sicher ein Grund. Meine aktuelle Kollektion Mode und Tracht im Einklang passt ganz besonders gut zu Herbert Umlaufs Veranstaltungen. Also ich habe heuer wieder sehr helle Farben verwendet, wie Weiß, Sandtöne, ein ganz zartes Rosé und ich bin auch meiner üblichen puristischen Form treu geblieben. Mein Name ist Angel, mein Modelabel heißt Transformation. Ich habe das vor 2 Jahren gegründet. Schönen guten Abend. Normalerweise bin ich kreativ in Richtung Schwarzfarbe. Ich mache immer schwarze Abendkleider. Jetzt heuer habe ich gedacht, ich werde was verändern. Ich habe mich heute präsentiert mit so Magenta, Rosa, Eisblau bis zum Fliederfarbe. Alles in subtile, ganz feine Seidenstoffe. Thank you.
Gala 2010 und the winner is Pepone. Und ich freue mich darüber, sind wirklich ein ganz tolles Designerpärchen. Ich gratuliere noch von ganzem Herzen und ich freue mich schon jetzt auf die Styles Gala 2011. Das sind sie also, die Macher und Erfinder dieses Programms. Das war ein unerwartetes Ergebnis für uns. Es war ein wunderschöner Abend. Wir wollten uns bei dem Herbert Umlauf als Veranstalter bedanken, bei dem Jury, die mitgemacht haben und selbstverständlich bei den Kollegen. Also die ganze Veranstaltung, muss ich ganz ehrlich sagen, war auf sehr hohem Niveau. Die Kreativität, die Eleganz hat mir sehr gut gefallen. Was mir am besten gefallen hat, waren auch die Sieger. Und ich gestehe, ich habe den Siegern auch die höchste Punkteanzahl gegeben. Ich finde toll, dass es in Österreich zurzeit so viele verschiedene Awards gibt. Und das war ein Award mit wirklich guten Designern, mit innovativer Mode, mit toller Verarbeitung. Ausgezeichnet. Ich finde das jedes Jahr im Eventkalender ein Highlight, wenn der Herr Umlauf sein Style-Gala macht. Ein, glaube ich, ganz originelles Medium, das in allen Hotels aufliegt für uns. Also die dritte Styles Gala heute, ein Riesenerfolg, das muss ich sagen. Zum ersten Mal auch wurde ein Fashion Award vergeben, den habe ich ganz besonders cool gefunden. Aber jetzt freue ich mich ganz besonders auf den Gourmetpreis bzw. den Gourmet-Pressepreis, denn jetzt werden einige von der Presse mal so richtig cool durch den Kakao gezogen. Magazin liegt druckfrisch vor uns. Also wir haben das beim Eingang bekommen. Was können Sie uns über das Styles Magazin sagen? Das Styles Magazin wird weiterhin Hotels mit Mode verbinden. Und wir werden weiterhin versuchen, ein Niveau zu liefern, was in Österreich top ist. Und schon zu zeigen, dass man in Österreich auch qualitatives Handwerk im Printbereich bei Modemagazinen machen kann. Denn dir gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Die Stimmung ist toll, das Ambiente ist wunderbar, das Essen ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob du dich davon schon überzeugen konntest, aber ich habe einen ganz tollen Abend gehabt.